Und mein Vater ist da David Podolski. Unser Wochenende, Papa. Ein Paar zu sehen und David war der Kameramann. Das bringt mich eigentlich gleich zu einer ersten Frage. Also ich werde ein bisschen anfangen und dann öffnen wir das gleich auch für alle. Das ist ja sozusagen, du hast ja in Berlin studiert an der DFB und dann bist du aber nach Georgien gegangen für diesen Film und es wirkt alles sehr emotional mit dieser Kultur auch verbunden. Deswegen, also war das für dich immer klar, dass du dort Filme machen möchtest und wie hast du das entschieden? Ich habe meinen letzten Film, den Film davor, auch in Georgien gemacht und es ist so allgemein für mich, ich glaube, das ist bei jedem Mensch anders, aber für mich viel einfacher, da Filme zu machen, weil ich habe Gefühl, ich kenne den Kontext. Ich habe in Berlin fast 12 Jahre verbracht, aber trotzdem, es gibt so Sachen, die ich nicht kenne. Was ich kenne, ist ziemlich begrenzt irgendwie. Ich kenne die Leute in meinem Alter, meistens die Leute, die Filme machen. Es ist so ein Teil von einer großen Welt. Und in Georgien habe ich irgendwie die Ambition, irgendwie mehr zu wissen. Deshalb, ja. Und ich empfinde deine Art, diesen Film zu machen, unglaublich lustvoll, unglaublich ideenreich, so viele verschiedene Formen, mit denen du spielst, sowohl des Kinos als auch Narration. Wie gehst du davor? Wie schreibst du überhaupt, dass du, oder ist das überhaupt geschrieben oder entwickelst du das im Schnitt, dass du zu all diesen Formen kommst? Also ja, wir haben es ja alle gesehen. Wir hatten einen ziemlich klaren und strenges Drehbuch und wir haben aber auch versucht oft oder möglichst viel auch manchmal so Freiräume zu haben, um dann am Set Sachen zu machen, die nicht geplant waren, aber allgemein trotzdem, ich glaube, es ist so, dass ich vor ein paar Tagen gedacht, dass es so, ich glaube für längere Zeit so Filmausbildung oder was Film ist, war was Klares, was man so ausgebildet wurde und unsere Ausbildung war so, ich glaube, ich bin da und ich meine, Julian ist da, Radlmeier, ich glaube, vielleicht ist das auch was, was uns verbindet in dem Sinne, dass ich habe jedes Mal Gefühl, so ein Fahrrad auszudenken oder was komplett Neues, weil ich habe ich habe keinen Boden, worauf ich stehe und ich sage so, okay, das und kenne ich und das mache ich, sondern es ist so alles irgendwie neu entdecken. Deshalb ist das auch so ein bisschen alles so auszuprobieren. Und ich glaube, oder zu suchen, wie man das macht, was ist eine Nahaufnahme, was ist eine totale, was ist ein, und dann auszuprobieren und dann so zu verstehen auch. Aber es gibt ja schon es gibt einige Böden, würde ich sagen, und einer ist dieser Ort, diese Stadt Kutaisi, oder ja, wo ich das Gefühl habe, das ist ein, also so wie du ihn erzählst, natürlich ein sehr magischer Ort. Wie ist da deine Verbindung und was hast du da gesucht? Verbindung ist, so einerseits ist die Verbindung die Geschichte, die wir immer so als Kinder hörten, dass unser Urgroßvater da gelebt hat, ein Riesenhaus hatte und Wein gemacht hat. Und dann kamen die Kommunisten und die Familie sollte weg, das Haus wurde abgerissen und da wurde ein Fußballstadion gebaut. Und das war so was, was wir als Kinder immer so gehört haben. Aber sonst gab da keine große Verbindung. Und dann sind wir
ich und Mariam und der Kameramann des Films, wir haben fast ein Jahr vor dem eigentlichen Dreh da verbracht und so ein bisschen die Stadt und die Menschen da kennengelernt. Und wenn du dann so die Wohnung zum Beispiel wählst an dem Fluss, ist das wie gehst du da vor, Location Scouting mäßig, oder ist das etwas, was dir begegnet ist, und oder ist es sehr gezielt, du möchtest da an einem Fluss sein? Ganz unterschiedlich. Oft hat die Stadt uns die Sachen angeboten, die in dem Film zu sehen sind. Keine Ahnung, zum Beispiel so eine Musikschule, die stand in der ersten Fassung nicht drin im Buch, aber wo wir sowas dann gesehen haben, es sind so unterschiedliche Musikschulen zusammengeschnitten in dieser Sequenz. Dann haben wir gedacht, okay, was kann da passieren? Und dann auch irgendwie ein bisschen dramaturgisch eingebunden. Andererseits gab es Sachen, die wir gezielt gesucht haben, zum Beispiel die Wohnung. Wir haben gesehen, es gibt Wohnungen, die zu dem Fluss rausgehen, und wir haben schon fast alle Türe abgeklopft. Es gibt nicht so viele. Es ist eine kleine Stadt. Ich würde mich interessieren für Fußball. Wie ist der, also das ist nicht, also es ist ungewöhnlich in dieser Präsenz, das ist ja auch eine völlig andere Welt als jetzt diese romantische Geschichte, die du erzählst. Was hat dich daran fasziniert? Und das ist ja auch ein spezieller, also du hast ja praktisch dieses Weltmeisterschaftsszenario und gleichzeitig auch die Straßenfußballkinder. Genau, wie bist du da vorgegangen? Unterschiedlich, würde ich sagen. So, ganz allgemein habe ich so große Leidenschaft für Fußball. Und wo ich wusste, irgendwie muss dieser Film auch Leidenschaft transportieren, habe ich versucht, die Sachen, die für mich leidenschaftlich sind, dann drin auch zu haben, weil dann hat man irgendwie das Gefühl, was du hast, kann vielleicht auch durch den Film zu dem Zuschauer kommen. Aber sonst auch rein visuell, wenn man denkt, wenn man den Film schaut, die Schauspieler haben keine, also spielen keine große Emotionen meistens. Und dann ist das so ein Gegenspiel, zum Beispiel, wenn die Kinder Fußball spielen oder wenn die Leute Fußball schauen. Da gibt es die großen Emotionen, die aber wir nicht provoziert haben und in denen auch nichts so Tragisches oder Ernstes steckt. Visuell sieht das sehr ernst und sehr groß, aber letztendlich ist das mit dem Spiel verbunden. Gibt es Fragen? Wir haben Mikrofone, einfach aufzeigen. Nicht schüchtern sein, wenn wir schon um diese Uhrzeit hier sind. Genau. Ja, danke für den Film, ein wirklich fantastischer, wunderbar poetischer. Meine Frage ist, Sie haben sich auf die schlimme Zeit bezogen und dass dieser Film da stattfindet, obwohl, also mit dem Gewissen, dem Schlechten, dass die Zeit, die arge Zeit, da ist. Und da würde mich jetzt mal interessieren, welche Zeit Sie speziell ansprechen oder überhaupt was zwischenmenschlich alles an Bösen, an Schlechten passieren kann. Dann wunderbar auch, was Sie erzählt haben mit den einzelnen Charakteren, also mit den einfach mit den poetischen, schönen Bildern. Und eine kleine Sequenz würde ich noch fragen, wie Georgi und der Barbesitzer das Reck oder die Schlange, dieses Gestell getragen haben. Da waren sie sich nicht einig, ob diese Idee, das Blau unten, ankommt oder nicht. Ich würde gerne aufgelöst haben, wie ist es dann letztendlich geworden. Danke. Die Zeit, worüber in dieser Sequenz oder in zwei Sequenzen gesprochen wird, ist die unsere Zeit. Und ich meine, ich glaube, das ist das allgemeine Sorge, was die meisten Menschen auch teilen, dass man in so einer Zeit lebt, wo es so schwierig ist, wo irgendwie jede kleine Sache, die man macht, irgendwie fast als kriminell bezeichnen kann. Meine ich, keine Ahnung, so Schuhe kaufen und dann, wenn man das verfolgt, das ist schon was ganz Schlimmes. Es ist so
schwer, ja? Und wenn man viel darüber denkt, es wird mehr und mehr schwer. Und ich wusste aber nicht, es ist mir zu ernst dann oder zu schrecklich irgendwie, dass man darüber einen Film macht, wo das so wirklich, keine Ahnung, versteckt in so Metaphern oder dass man darüber wirklich einen Film macht, sondern ich wollte das darüber was sagen, aber meine Idee war das dann einfach so direkt zu sagen, ohne darüber einen Film zu machen, weil es ist mir ja zu viel dann. Und dann, ich wusste, egal welchen Film ich mache, ich diese paar Worte würde ich einfach gerne sagen. Das war irgendwie vor dem Drehbuch, ich glaube, schon in meinem Kopf irgendwie. Mit dem Blauen, es ist so, dass es unten ist blau, dann weiß und dann blau. Letztendlich. Gut, weitere Fragen? Ganz hinten. Ja, danke für diesen wunderbaren Film. Ich hätte gern was von der Musik noch was gehört, wie die entstanden ist. Vielleicht kannst du. It's a question about the music, so maybe you can say a few more words about it. How it was for you to work with me? Was it horrible? I will answer on English if it's no problem. Mein Deutsch ist noch so gut, noch sehr gut. yeah, I don't. It was quite comfortable to work with Sandro, because even before writing script, he knew like exactly what he wanted with music, like. So we were talking about music of the film even I think before writing script, as I remember. For example, the music for a final scene, what we at the end changed, but still he had some ideas. So it was comfortable to start, but still during the working, then after shootings, I had some new ideas about music, what he liked, and some parts were when Sandro was disappointed, and then we found some solutions. So yeah, like the one of the best things with working on music was that I had really, really, really long time to work, like more than 1 year, so it was easy. Yeah. I don't know if the question was exactly about this, but yeah. It was not exactly like this. Close, of course, it was close. Das Gute war, dass Gio auch nicht nur Musik gemacht hat, sondern auch den Ton aufgenommen hat von dem Film und auch den Sounddesign gemacht hat. Das heißt, das Ganze war in so Händen von einem Mensch. Und da gab keinen Konflikt zwischen Geräuschen und Musik und so weiter. Das heißt, da gab die Möglichkeit, das Ganze, was man hört, zu so einem Ganzen zu machen. Es gibt hier eine Frage auf der anderen Seite, dritte Reihe. Ganz durch, ja. Wow, es ist heiß hier. Ja, dann so. Erstmal, ich bin total glücklich, den Film jetzt nochmal im Kino gesehen zu haben. Meine Frage ist, du drehst ja am Ende Platos Höhlengleichnis um. Ist Film für dich die wirkliche Realität? Also, weil man sieht am Ende das wirkliche Paar auf Film und ist deswegen auch Film, vor allem analoger Film, für dich eine wirklichere Wirklichkeit oder Realität? Schwierige Frage. Ich würde nicht behaupten, dass es eine wirklichere Wirklichkeit ist, aber das ist wirklicher als das andere. Es war schwierig, weil wir sind es war überhaupt nicht der Plan am Anfang, auf 16 mm zu drehen. Wir wussten, wir drehen auf Alexa 2K oder sowas. Aber wir wollten darüber irgendwie auch in dem Film nachdenken, weil wir haben irgendwie Probleme damit, weil wir wissen nicht genau, wie man das genau benutzt. Und deshalb wollten wir davor auch andere
digitale Formate in den Film setzen und irgendwie von so ein bisschen Low Quality dazu kommen. Dann hat die Idee von dem Kameramann von dem Film dann auf Film zu drehen, was ich dann auch eben versucht habe, dann dramaturgisch in den Film zu setzen, was jetzt da ist, wo dass der Flucht mit dem Digitalen anfängt in dem Film sozusagen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber bevor man die Augen zumacht, ist das auf 16 mm, man macht die Augen auf, es ist digital. Aber es ist auch irgendwie schwierig, dass so, wenn ich jetzt so denke, möchte ich natürlich nicht die Sachen so romantisieren und sagen, das ist schön und nicht schön, aber ja. Dazu gleich eine Folgefrage. Der Film heißt ja, also was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Aber die Kamera ist sehr, gerade am Anfang, sehr viel zum Boden gerichtet. Wie ist da die, also was war da die Idee, die Motivation dahinter? Na, unterschiedlich. Also zum Beispiel am Anfang, wenn wir die Füße sehen von den beiden, wenn die sich treffen. Ich wusste, das ist ein Moment, wo zwei Menschen irgendwie sich verlieben. Und da gibt es eigentlich zwei Gründe. Der ehrlichere Grund ist, würde ich sagen, dass ich nicht genau wissen würde, was man den Schauspielern sagt, was die machen sollen in dieser Sekunde. Aber andererseits würde ich auch nichts sagen wollen, weil ich glaube, das weiß niemand, wie man genau in diesem Augenblick aussieht, wo man sich verliebt. Ich dachte, das ist besser, dass man das aus dem Bild draußen lässt. Weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich noch gern. Ah, da ist noch eine. Ja, einmal gerne noch. Dieser poetische Film, also in Georgien gedreht, beruht der auf einer Tradition, auf einer Filmsprache in dieser Gegend, oder ist das wirklich so Ihr eigenes, wie Sie am Anfang sagten, Sie versuchen mit Kamera, mit Bildgestaltung, mit Ideen etwas darzustellen? Wir haben viele Filme geschaut, dann auch viele georgische und dann möglichst viele, die in dieser Stadt zum Beispiel gedreht sind. Und auch es gibt einige Sequenzen da, die dann damit auch spielen. Ist irgendwie, wenn ich einen Film mache, versuche ich Sachen zu schauen und schon da Sachen zu finden, die ich auch irgendwie benutzen kann. Und hier war auch irgendwie für mich wichtig, weil in Kutaisi wurde seit langem kein Film mehr gedreht, aber da wurden sehr wichtige, mindestens für uns in Georgien, Filme gedreht und die wollte ich mir einbeziehen auch in den Film. Ja. Dann würde ich vielleicht als letzte Frage, bevor wir hier dahin schmelzen, noch fragen, weil, also ich finde es ganz überraschend, dass wir jetzt gar nicht darüber gesprochen haben, natürlich diese, ich nenne es jetzt mal Märchenaspekte, wobei das vielleicht das falsche Wort ist, auch irgendwie danach zu suchen, was in der Realität, in der man lebt, es gibt an Dingen, die nicht realistisch sind sozusagen, die einem Mythos oder wie auch immer entsprechen. Was ist da für dich, was suchst du da, was siehst du darin und wie hat sich das sozusagen entwickelt? Weil es ist, wie gesagt, es ist so frei und es in der Regenrinne, also ich ganz am Anfang schon und wie arbeitest du da? Das war das Erste, ich glaube, mit dem Film so allgemein irgendwie Raum für die Sachen oder Ereignisse zu gestalten, die in unserer Realität irgendwie als ungewöhnlich oder als unmöglich zählen. Ich habe das ab und zu gesagt, jetzt hat Gio vor ein paar Wochen so ein Podcast oder sowas gehört, wo viel über Märchen geredet wurde von einem schlauen Mann und ich habe mir abgewöhnt, unser Film ein Märchen zu nennen, weil ich habe irgendwie doch begriffen, Märchen ist was Größeres als ein Film. Aber ja, es ist der erste Impuls ist einfach, sind die letzten Worte von dem Film eigentlich, dass die
Sachen können passieren, vielleicht selten, aber hoffentlich doch. Und die sind aus Google, oder? Also, oder sie sind von Google? Das ist ja. Googles Nase, ja. Ja, genau. Ja, Googles Nase ist ein sehr gutes Schlusswort sowieso. Dann vielen Dank euch allen fürs Hiersein und vielen Dank euch. Danke.